Luxus AG, Hallo Wohngemeinschaft, lautet das Motto von Das Sommerhaus der Stars. Wer behält auch auf engstem Raum mit vielen Personen einen kühlen Kopf? Und welche Partnerschaft schafft es, dem Druck der kleinen Reibereien und größeren Konflikte in der Promi-Wohngemeinschaft standzuhalten? Diese Paare stellen ihre Liebe im TV auf die Probe. Dass sich Erotikmodel und Skandalnudel Michaela Schäfer vor der Kamera gerne auszieht, ist allseits bekannt. Doch jetzt hat sie einen neuen Plan für das Sommerhaus der Stars. Sie will das Haus zur Playboy-Mansion umfunktionieren. Wie das gehen soll? Alle machen es ihr ganz einfach nach. Vielleicht wird es ja so wie die Playboy-Mansion und alle Mädels ziehen sich aus. Während des Vorabdrehs bei RTL konnte sie ebenfalls keiner stoppen. An ihrem roten Overall zieht sie den Reißverschluss immer wieder auf und zeigt, was sie zu bieten hat. Ihr Freund Felix Steiner finde das aber überhaupt nicht angebracht. Er äußert sich, dass er zwar die Nacktheit seiner Freundin mag, jedoch nur privat und nicht vor der Kamera. Das Model will sich also im Sommerhaus aber auch nackt präsentieren, ist der Streit vorprogrammiert. Immerhin ein Tabu für die 34-Jährige, kein Sex im Haus. Auch die anderen Bewohner möchten keinen intimen Momente vor der Kamera teilen. Was jedoch nicht ausgeschlossen ist, seien kleine Fummeleien. Ob die anderen Stars ihr folgen und auch blank ziehen. 29. Juni, im ersten offiziellen Trailer geht es schon ordentlich zur Sache. Habe noch nie so ein verlogenes Paar gesehen, so Miley Jens. Im offiziellen Trailer gibt RTL erste dramatische Eindrücke in die diesjährige Ausgabe des Sommerhaus der Stars in Portugal. Der Clip zeigt Michaela Schäfer, 34, die selbsternannte Nacktschnecke, unter Tränen. Das Erotikmodel zeigt sich sonst gerne betont und selbstbewusst. In der Vorschau allerdings schluchzt sie in die Kamera, ich gebe hier mein Bestes, während ihr Lebensgefährte Felix Steiner, 33, sie tröstend in den Armen hält. Und auch bei den Love Island Verlobten Stefanie Schmitz, 23, und Julian Evangelos, 35, scheinen die Nerven schon ganz zu Beginn blank zu liegen. Julian hat sich bei einem Spiel in der Garmin schon nicht unter Kontrolle und haut gegen die Autodecke, worauf seiner Steffi ein "Bist du bescheuert? Hör auf, Mann!" entfährt. Den Grund für Michaelas Verzweiflung und Julians Wutattacke werden zu Zuschauer wohl erst zum Staffelauftakt erfahren. Anfang Juli geht das Sommerhaus der Stars mit einer Neuerung im Showkonzept in die dritte Runde. Diese Neuerungen im Regelwerk der Show betreffen die Nominierungen. Um ein Siegerpärchen der Show zu ermitteln, nominieren sich die Pärchen gegenseitig. Stichhaltige Begründungen für die Auswahl der nominierten Paare dürfen dabei nicht fehlen, das am häufigsten nominierte Promi-Paar muss das Haus verlassen. Während in der letzten Staffel die gegenseitigen Nominierungen gleich in der ersten Folge losgingen, lässt man sich damit in diesem Jahr bis zur dritten Show Zeit. Dem verfrühten Ausscheiden beliebter Konstellationen kann so konzeptionell vorgebeugt werden. Außerdem bleibt den Paaren schlichtweg mehr Zeit, sich kennenzulernen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wir sind gespannt. Patricia Blanco macht ihre fünfmonatige Beziehung zu Nico Gollnick bekannt. Und zwar nicht ohne guten Grund, das junge Glück wird bald schon wöchentlich im Fernsehen in der wohl berühmtesten Pärchen-Promi-Wohngemeinschaft zu sehen sein. Dabei gewährt das Sommerhaus ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promi-Paar. Wie der frisch verliebte Unternehmer Nico Gollnick in einem RTL-Video verrät, lernte er Patricia ganz unverfänglich im Berliner KDW an der Kambadner Bar kennen, woraufhin sie sich wieder trafen und es schließlich funkte. Auf den ersten Blick habe er Patricia nicht als Star-Tochter erkannt. Patricia Blanco und Nico Gollnick. Patricia Blanco und Nico Gollnick. Wir haben schon lange überlegt. Ich kann jetzt keine Wochen und Zahlen nennen, aber ich persönlich habe wirklich lange überlegt und musste auch gut überzeugt werden, so der 18 Jahre Jüngeren zur Entscheidung der Teilnahme. Patricia hätte auch Verständnis für seine Absage gehabt, zumal eine Teilnahme an diesem TV-Format nicht jedermanns Sache ist, weil er danach auch auf der Straße erkannt wird, was er ja heute nicht wird. Und auch darauf angesprochen wird. Damit gehören die beiden zu einem der 8 Paare im Sommerhaus der Stars 2018, die erst vor kurzem zusammengefunden haben.
Ob das junge Glück wirklich die Finger voneinander lassen kann? Wir werden es sehen. Seit 2016 gibt es das TV-Format in Deutschland. In diesem Jahr wird also bereits die dritte Staffel ausgestrahlt. Ursprünglich stammen Idee und Konzept für Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Promi-Paare, aus Israel. Um hier die erfolgreiche Show unter dem Namen Power Couple. Von Israel aus wurde das Konzept in die ganze Welt verkauft. So gibt es mittlerweile Ableger in China, Südafrika, Portugal, Brasilien, Deutschland, Italien und den USA. 8 Promi-Paare ziehen für 2 Wochen zusammen und versuchen sich miteinander zu arrangieren. Dabei müssen sie sich in verschiedenen Prüfungen bewähren, stets mit von der Partie sind die zahlreichen im Haus montierten TV-Kameras. Und auch für Konfliktpotenzial ist gesorgt, um am Ende ein Gewinnerpärchen zu ermitteln, schmeißen sich die Pärchen gegenseitig raus.